Lutherstadt Wittenberg continues to be a hub of culture. The earth-shaking Reformation began here, and its spirit still wafts through Lutherstadt Wittenberg's medieval streets. People love living in Lutherstadt Wittenberg, but why exactly? Ich begrüße Sie in der Lutherstadt Wittenberg. What shapes any town's image and keeps its history alive are the people who live there. Annual festivals such as Luther's Wedding and Reformation Day are enthusiastically celebrated. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Wittenberg eine Zukunft für mich zu bieten hat und dass ich hier sesshaft werden kann und alt werden kann, weil sie wirklich meine Heimatstadt ist und ich da stolz drauf bin. Das Tolle an Wittenberg ist einfach der Dreiklang von Kunst, Kultur und Geschichte. Und das zieht die Menschen an. Und das sind dann Menschen aus Skandinavien, aus den Niederlanden, viel aus Amerika, aber eigentlich weltweit. Ich hatte neulich lutherische Christen aus Paris, was ja eine Besonderheit ist für Frankreich. Die waren auch ganz begeistert hier und denen zeigte ich dann auch voller Freude diese Kirche. Und das ist dann schon bewegend, wenn Menschen kommen von fernher und merken, meine Güte, hier hat ein besonderer Geist einmal eingesetzt. Wir haben uns entschieden, so einen kleinen Tagesausflug letztlich zu machen. Und das geht mit dem ICE relativ einfach von Leipzig. In einer halben Stunde ist man im Grunde hier und hat ein komplett anderes Stadtgefühl als in Leipzig. Schöne alte Stadt, buntes Markttreiben hier. Lutherstadt Wittenberg is easy to reach. Its central location in the heart of Germany makes it close to Berlin, Halle and Leipzig, and from there to the rest of the world. Near the A9 motorway and with its own intercity railway station, Wittenberg also enjoys access to the European waterway network thanks to its position on the River Elbe. The charming countryside along the River Elbe and the large nature parks nearby are ideal for rest and relaxation. The Mittelelbe Biosphere Reserve is a popular destination for tourists and professionals alike. Schools, libraries and various institutes and foundations such as the Venerable Leukeria sustain the unique aura of erudition established in the 16th century. Luther Melanchthon High School is the only school in the world to be given a facelift by celebrated Austrian artist and architect Friedensreich Hundertwasser. Living up to its namesakes, it provides a humanistic education and has been awarded the title of European School for its intercultural approach. Ich denke mal, das ist eine sehr bunte Schule, nicht nur vom Aussehen her, sondern auch generell, was da drin so passiert. Ja, ist eigentlich immer was los. The nearby countryside, the wide variety of schools and the exciting cultural scene make Lutherstadt Wittenberg a great place to live in, especially for young families. A growing number of people are finding training and employment opportunities thanks to a stable economy. The many daycare centers run by a variety of operators enable a good work-life balance. Ich habe 3 Kinder von 7 Jahren bis 6 Monaten und wohne mit meinem Mann und meiner Familie ganz in der Nähe der Altstadt von Wittenberg. Die Kinder werden ja quasi mit rangezogen. Also meine Tochter, die jetzt 7 ist, hat jetzt zum 6. Mal mitgemacht. Also die werden ja schon mit Babys in die Bollerwagen und in die Leiterwagen gesetzt. Und ja, dann ist das ein Teil davon. Und die freuen sich auch, die Gewänder anzuziehen, mitzumachen. Ich bin Jan Pajak, wohne in Wittenberg, hier in der Lutherstadt. Komme ursprünglich aus dem Südraum von Leipzig. Und bin im Jahr 2000 hergezogen zur Ausbildung. Und bin seitdem hier und fühle mich tatsächlich auch mehr als Wittenberger als Leipziger. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid gut drauf. Lutherstadt Wittenberg is a town of culture and world heritage. A wealth of performers
make it a lively place. Lutherstadt Wittenberg has plenty of space for the creative arts, such as the Phoenix Theatre World, live comedy at the Kleck Theatre, outdoor productions and courtyard concerts, and the Cranach Foundation with its studios and graphic workshops. Es war sehr überraschend für mich. Ich wollte eigentlich nie wieder in eine Kleinstadt ziehen, nachdem ich nach Halle zum Studieren gegangen bin. Bin dann durch verschiedene Jobangebote und durch meine Weiterbildung nach Wittenberg gekommen und fühlte mich gleich vom ersten Tag hier pudelwohl, weil diese Stadt unglaublich viel Charme hat, eine besondere Innenstadt hat und das Kulturangebot eigentlich das war, was mich hier maßgeblich überzeugt hat. Historical buildings have been converted into congress and conference facilities. Meanwhile, new training centers meet the growing demand for vocational education and training. Venues and exhibition halls provide space for cultural activities. Meinen Freunden würde ich die Stadt so beschreiben, dass wir eine kleine Stadt sind. Wir sind eine kleine Stadt, wir haben ca. 50.000 Einwohner, aber mit einer unglaublich großen Geschichte und Bedeutung. Und mit dieser Geschichte gehen wir auch besonders selbstbewusst um. Wir wissen, wir sind der Ort der Reformation, hier kann man Geschichte atmen. Und zum Gruße. Ich bin Friedrich III., Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. The diversity of Wittenberg's history, culture and scenery is reflected by the town's economic potential. Wir sind Hersteller von Sonderkrananlagen und am Standort Wittenberg sesshaft. Wir am Standort versuchen, das ganze Know-how im eigenen Haus zu behalten. Das heißt, wir bilden Fachkräfte aus, die speziell im Kranbau nachher ihr Mann stehen oder ihre Frau stehen. Wir bilden Ingenieure aus. Derzeit ist es so, wenn man von der Autobahn kommt und von Richtung Coswig von unserer Nachbargemeinde nach Wittenberg rein fährt, wird man natürlich vom großen Industriestandort empfangen und sieht im Hintergrund schon die beiden markanten Kirchen. Just outside Lutherstadt Wittenberg is Piesteritz Agrochemical Park. The businesses based there are among Germany's showpiece companies in the chemical and agricultural industries. SKW ist nicht nur ein großes Unternehmen, man muss ehrlich sein, das ist ein Global Player. Wittenberg steht für eine Gesellschaftskultur, die sich an Gleichberechtigung, Transparenz und Offenheit orientiert. Das sind die drei Säulen, das sind die drei markanten Begriffe, die das Fundament für unsere Stadtgesellschaft bilden. Also ich würde mir wünschen, dass das Leben weiter so lebenswert in Wittenberg bleibt. Lutherstadt Wittenberg, Cradle of the Reformation, surrounded by unique countryside and culture. Wenn eine Welt sich wieder, übrigens ähnlich wie zu meiner Zeit, in dieser kleinen Stadt trifft, dann wäre das eine gute Sache. Damals kamen Studenten auch aus aller Herren Länder nach Wittenberg, aus der damals bekannten Welt unseres Europa, aus allen Ecken und gingen wieder hinaus mit unserer Botschaft. Also lasst die Welt nach Wittenberg kommen. Discover Martin Luther in yourself. Thank you.